Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Andy Rolpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Ja, in der letzten Folge sind wir ja auf diesem Planeten gelandet. Nee, war nicht. Wir haben den das erste Mal betreten und ja, wir sind ein bisschen hier durch die Gegend gestreut, haben ein paar Sachen erledigt, ein paar Sachen gefunden, haben einen kleinen Droiden-Kompagnon getroffen, der uns helfen kann und uns heilen kann und so. Und ja, ich würde sagen, wir erkunden jetzt mal hier noch weiter. Ich war, glaube ich, noch nicht komplett fertig mit allen Erkundungen. Keine Ahnung, das sieht irgendwie so aus, als wenn ich da runter gehe, dann komme ich eine Weile lang nicht mehr zurück. Deswegen gucken wir mal. Ich habe ja noch nicht alles erkundet. Ich habe ein Level Up letztens geholt. Wir haben jetzt mehr. Was hab ich? Oh, dann haut er mich noch einmal. Wir haben ein Level abgeholt, wir haben unsere maximal HP ein bisschen erhöht und oh, ich drücke halt immer im letzten Moment erst und dann fällt er schon runter. Und ja, ich will noch gucken, was hier alles noch ist. So, von da kam man, da bin ich die ganze Zeit hingegangen. Okay, so, hier sind wir noch nicht hingegangen. Ich dachte, hier mussten wir ursprünglich hin. Ja gut. Alles. Warum schon? Das sieht doch so was von aus, als könnten wir darüber. Oder bin ich mir hier nur eine? So, schon fast wieder tot, ne? Das kennt man ja. Ich bin auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, also entschuldigt bitte. Na, ich will noch einmal kurz hier rüber. Aber ich habe so das Gefühl, hier haben wir noch nicht alles erkundet. Da kommen wir zurück zum Speicherpunkt, wo wir hin müssen, ne? Sagen wir, machen erstmal hier alles platt. So, pasch. So, aufpassen, aufpassen. Aber wie die mal direkt einen Rückwärtsschritt machen, wenn ich die angreife. So, da oben wartet irgendwie so eine Maulwurstratte, die heißt, ich weiß, die heißen anders, aber die sehen aus wie die Maulwurstratten aus Fallout. Boom. Gott. Also Gefühl, ich tue ja nicht wirklich skillmäßig überleben, sondern nur durch pures Glück bisher. So, kann ich vielleicht so laufen, dass du mich noch nicht siehst. So, Gott, der hat er überlebt. Hi. Ja, ich muss ja einfach nur abwehren einmal und dann angreifen. Das ist noch nicht so schwer. Nur halt, wenn ein Spiel neu ist, dann weiß ich ja noch nicht, wie die Angriffe ausfallen von denen, wie lange die angreifen, wie oft die angreifen. Und ja, da muss ich noch alles erstmal lernen, ne? So. Ich hoffe, da oben lohnt sich das wenigstens hinzulaufen. Guck sich mal an, wie dick das Viech ist, ey. Alter. Gegen sowas muss ich kämpfen irgendwann. Also muss ich vielleicht nicht, aber ist so eine Auswahl. Was helfe vielleicht BD1? Ich habe mich mal lieber. Ich weiß, da oben sind Gegner. Hi. Zieh dein Schwert. Ich wollte gerade meine Macht einsetzen. So. Das ist so allgemein, was ich immer machen werde. Ich werde einen irgendwie so verlangsamen und mich dann auf den Rest konzentrieren. Da siehst du, hier haben wir direkt schon wieder was gefunden. Das war schon mal den ganzen Ausflug hier wert. Na, Lichtschwerthülse halten. Ist jedes kleine Abenteuer, das ich hier nebenbei mache, lohnt sich doch. So, und jetzt kommen wir wohin? Nein, sind wir letztens mal geflüchtet, weil die Gegner halt so viele waren hier. Und ja. Oh, da komme ich ganz zurück. Da ist der Speicherpunkt, wo wir gleich hin müssen. Hier war. Ach, wir sind wieder hier. Hier geht es jetzt nicht gerade so. Okay, hier geht es doch ein bisschen runter. Ich dachte aber ein bisschen gerade. Okay, dann kann man jetzt weiter. Ne? Jetzt kann man
den Weg gehen, den wir gehen wollen. Hüpp. Wir holen uns jetzt noch mal kurz aus und dann geht es weiter. Jetzt offiziell ausruhen und boom. Ja, und ich glaube, meine HP-Balken ist echt so sichtbar größer geworden. Weil nicht manchmal, wenn man irgendwie Leben erhöht, dann weiß ich nicht, haben die sich zwar erhöht, aber der Balken ist immer noch gleich groß. Aber der hat, glaube ich, sichtbar erhöht. Was ja nicht schlecht ist. Und ja, gucken wir mal, was jetzt hier unten ist. Oh Gott. Ah, ich habe doch gedrückt, Mann. Und da hinten sehe ich ein ganz dickes Dingen. Oh Gott. Was mich gewonshottet hat beim letzten Mal, als ich so eins begegnet bin. Okay. Ja. Also mal sowas von glauben, dass ich davon wegrenne, ey. Aua. Mann. Ja, nur wohin, ne? Das ist jetzt die Frage. Ah, die haben jetzt zwei Angriffe gemacht. Wo soll ich denn das wissen? So. So, hier wäre ich zum Beispiel wieder rangesprungen. War schon wieder falsch gewesen. So. Kann ich das Ding runter machen? Gute Arbeit. Wo soll ich das jetzt gescannt, wenn das nichts bringt? Da war noch irgendwie so ein Ding. So, ich warte jetzt über zwei Angriffe immer. Ihr habt keine Ahnung, wie sehr mein Herz am Pochen ist bei jedem einzelnen Kampf, ey. So, ich habe so das Gefühl, wir müssen das Viech irgendwie dazu bringen und zu verfolgen. Hi. Okay. Und jetzt rennen. So, bitte rennen jetzt nicht direkt zurück. Ich würde gerne mal so da rumlaufen, ne? Okay, hoch da, hoch da. Ich glaube, so ein Gefühl gegen das Viech schaffen wir nicht anzukommen. Aber jetzt ist der Meditationspunkt. Also ja, jetzt werde ich schon wieder, weiß ich nicht, selbstbewusster. Okay. Was haben wir denn hier? Vor weitergehen. Kann ich nicht auf das Ding runterspringen und einen Schaden machen? Ich weiß ja nicht, wie viel Schaden so ein Sprungangriff macht, aber wenn er so tödlich ist wie in Dark Souls, dann weiß ich nicht. Ich habe so das Gefühl, wir können irgendwann so an Wänden laufen, weil das sieht irgendwie so danach aus. Aber jetzt, warte, hier, komm mal. Boah. Oh, ich habe keine. Oh, ich habe es dem. Ich bin so ein Trottel. Komm schon, das Viech schaffen war. Und die haben doch irgendwie gesagt, wenn ich ein das Viech, das mich getötet hat, angreife, dann kriege ich doch Erfahrungspunkt und so wieder, ne? Irgendwie sowas. Ja, komm schon, warum habe ich keinen Sprungangriff gemacht, weil mein Lichtschwert nicht gezogen war oder was? Jetzt mich auf den Arm nehmen. Das Viech ist nicht so unglaublich stark und wir halten jetzt sogar einen Angriff aus. Komm, irgendwie schaffe ich das. Kriege ich doch bestimmt was Tolles, ne? Er ist nicht so ein ganz fettes Viech wie das, was ich am Anfang begegnet bin, oder? Gott. Und ich glitch schon wieder das ganze Spiel hier. Nein, Mann, oh. Das kostet Macht. Ich kann mich dagegen nicht abwehren. Oh. Okay. Das Viech war halb tot, also ich komme schon. Das schaffen wir. Ich weiß, jeder regt sich hier direkt auf, irgendwie, wenn er sowas sieht. Das ist wieder so, also nicht
so ein Gameplay, wo jeder irgendwie durchdreht zuzuschauen, ne? Aber komm schon, das schaffen wir. Das ist jetzt nicht so schwer, komm. Muss ja nur richtig treffen. Und ich krieg meine Leben sowieso wieder zurück, wenn ich den jetzt einmal angreife. Also los. So, diesmal von hinten. So, wenn euch dagegen hat, ich würde mal gerne Ausreiß machen und den hier. So. Aber oh, das war vielleicht nicht so eine gute Idee. Ich brauche Hilfe. So, warte mal. Das ist jetzt wieder voll die billige Strategie, aber es ist eine Strategie. Ah. Oh, die gehen aufeinander los. Gut. Ich hoffe, du bekommst dadurch keine Leben zurück oder so. So, bam. Hat den gesehen. Jetzt fällt er da runter, ohne dass ich ihn scannen kann. Boah. Da stand gerade scannen, ey. Jetzt sah es irgendwie nicht so aus, als hätte ich meine Erfahrungspunkte zurückbekommen. Habe ich da wieder was falsch verstanden? Kriege ich nur Dings wieder? Na gut, aber wir haben so ein Ding erledigt. Wir konnten es nicht scannen, war ja klar. Aber doch, ich habe Fähigkeitspunkte da. Also Erfahrungspunkte. Weißt was hier? Gott. Ich suche mir natürlich wieder die billigste Strategie aller Zeiten aus, ja. Hey, du siehst mich. Da. Darf ich dich jetzt mal scannen? Danke. Ich danke dir. Okto. So. Und das Ding hier. Und das hat mir Erfahrungspunkte wie blöd gegeben. Gut. So, gut. Es ist viel einfacher als, weiß nicht, es eigentlich sein sollte, aber gut, wir haben es geschafft. Da sind noch mehr Dinger zum Killen. Und da ist irgendwas zum Sammeln, zum Spielen. So, wie viele Gegner haben wir? 1, 2. Ich muss schon vier drücken, wenn er da oben angezeigt wird, wenn ich springe. Ich dachte, ich muss halt etwas im letzten Moment einsetzen. Jetzt wird zum Beispiel nichts angezeigt. Hi. Mehr scannen. Neue gleichen Viecher. Parafisch. Oh. Leben in großen Wasserkörpern. Ist gut zu wissen. Sind je Schrägstrich Biologe im Spiel. Schrägstrich Schrottsammler. Noch mehr. Neuer Terrariumzahn. Ah. So, siehst du, wenn ich jetzt nicht ins Schiff gegangen wäre, dann hätte ich keine Ahnung gehabt, was ich damit machen muss, ne? Aber ich habe schon ins Schiff vorher vorbeigeschaut, deswegen wusste ich, dass ich auf der Suche nach ein paar Samen sein werde. Jetzt nicht, dass ich irgendwie sowieso nicht irgendwie alles erkundet hätte oder so, aber jetzt weiß ich jetzt. So, da kann ich natürlich nicht hin. Hier ist er auch schon wieder. Das kann ich so an der Wand laufen irgendwie. Gott, muss ich über diese eine Wand irgendwie so links, rechts rüberspringen, ich mal gefunden habe. So, ich hoffe, ich hatte da drin alles erkundet. So, sieht auch aus, als bis ich irgendwie über die Wand rennen.
Odile. Sauer. Felsige und windige. Ah, irgendwas fehlt da ja noch. Siehst du was da drin? Sieh hier was, das war blaues. Berühren. Okay. Ah. Versuch's erneut. Es ist schwierig, Meister. Ja, der Weg ist sehr schwierig. Es mag unmöglich scheinen, aber mit Beharrlichkeit überwindest du jedes Hindernis und mit der Macht als Verbündeten. So meisterst du jeden Pfad. Gut. Versuch jetzt, mich zu erreichen. Ja, kann schon sagen. Voll Prince of Persia. Jetzt komm her zu mir. Okay, Wand auf. Geschafft. Mit Beharrlichkeit und der Macht als Verbündet. Ich erinnere mich an alte Tricks. Okay, muss gar nicht rennen, gut. Alles klar. Oh. Vielleicht Prince of Persia. Okay, ich glaube, hier geht nicht. Ja, das sollte irgendwie nur dazu dienen, dass ich... Oh Gott, was mache ich hier? Da oben ist eine Liane. Ich glaube, das sollte irgendwie nur dazu dienen, irgendwie. Ah, jetzt können Sie hier lang. Sie haben jetzt das freigeschaltet. Ja, ehrlich, bin ich da im letzten Moment runtergefallen, ey. Okay. Na, dann öffnen sich ja jetzt hier einige Wege vor uns, ne? Gut. Also ich muss noch mehr erkunden, ja. Boah. Zeigst du mir die Abkürzung noch mal? Alles klar. Andere Planeten. Ja, zeig mir den Planet. Zeig mir die Karte von anderen Planeten. So, aber hier war noch was, ne? Boah, jetzt muss ich ja noch mal alles abchecken. Oh Gott. Okay. Warum ist da so ein Weg? Kann ich nicht... Okay. Echo wahrnehmen. Oh. In diesem Bereich wurde meditiert. Und jemand welch kaputt halten. Meditation. Wo versteckt da Meditationsbereich? Wer auch immer hier war, kannte den Orden der Jedi. Aber ich kann mir ja nicht meditieren. Aus irgendeinem Grund, wo dann angeblich einer gewesen sein soll. Das ja, weiß ich, wofür die Wände jetzt endlich da sind. Ne? Habe ich ja schon irgendwie mir gedacht eigentlich. So, ach jetzt muss ich hier so hoch. Ne? Wollte schon sagen, ne, ich vergesse immer. Wollte schon sagen, warum kann man sich dann da hoch festhalten? Oh ja, so meditieren und Fertigkeitsbaum oder Fähigkeitsbaum. So, was haben wir denn hier?
verbessert sich durch angewegener Block Ausdauerschaden. Damit habe ich eigentlich noch nicht so ein Problem. Ich habe ein Problem, die beim letzten Moment erst loszulassen oder aufrecht zu halten. Maximale Macht erhöht sich. Und da geht sein Ziel. Springe während des Sprints, um einen Salto übers Ziel zu machen. Ja. Karls Verteidigung verbessert sich. So, Karls Macht. Das könnte da auch nicht schlecht werden eigentlich, ne? Oder soll ich erstmal voll auf Verteidigung? Ich habe so ein Gefühl, ich muss erst auf Verteidigung machen, weil... Halt nicht. Machen wir erst auf Verteidigung. Wer weiß, was sich da noch öffnet, ne? Ich habe so das Gefühl, am Leben zu bleiben, ist erstmal das, was ich am meisten brauche. So, ich nehme an, hier hoch muss ich, ne? Da ist was Blaues. Aber da haben sich ja schon wieder wahrscheinlich Dutzende Wege jetzt geöffnet, ne? Zum Beispiel hier. Guck mal. Ja, wäre ich jetzt schon weitergegangen, hätte ich das schon wieder nicht gesehen, ne? Wenn ich schon weitergegangen wäre, hätte ich das hier nicht gefunden. Also weil sie jetzt sagen, verschwende nicht deine Zeit und lauf hier überall rum. Guck mal, was ich hier gefunden habe. Mut und Weisheit. Lichtschwertschalter. Awesome. So, oh hey. Ich habe so ein Gefühl. Das kann ich nicht aktivieren. Oh. Oder vielleicht doch. Abkürzung freigeschaltet. Haha. Die große Kluft. Guck mal, was dich. Guck mal, was der Daniro ja alles findet, ey. Schau mal hier hin. Ja, da komme ich wieder ganz zurück, ne? Und ich glaube, hier war auch so ein Ding, ne? So, rüber. Ne, nicht hier. Robert. Ich habe das schon wieder mit dem anderen, die aus dem Weg, mit dem anderen Speicherpunkt hier verwechselt, ne? So. Ja, ich weiß, ich renne die ganze Zeit hin und her, aber ich muss doch erkunden. Kommt schon. Hi. Zum Beispiel hier. Hier komme ich glaube ich wieder ganz zurück, ne? Machen wir mal ganz kurz. Jetzt bin ich wieder hier, ne? Ne, jetzt bin ich sogar hier. Hier muss ich sogar hin. Hallo? Wettrennen? Oh, dann los. Nein, kein Wettrennen. Oh, hi. Guck mal, wo ich jetzt hier schon wieder bin, ey. Ach, hier muss ich sogar... Guck mal, was ich hier alles finde. So. Wo ist denn dieses eine fette Ding gewesen? Ja, kann ich hier nichts? Ja, weil das... Wo ist mein Druide? Der hat gerade was gesagt. Wo bist du? Da. Du willst zum Ding rennen, boah, warte doch mal. Wo bin ich hier gerade? Hey, BD1. Verlassene Werkstatt. Oh, oh, okay. Hallo, na, hier kann ich wahrscheinlich noch nicht rein, ne? Okay. Abkürzung. Was? Oh, konnte ich doch rein. Haha. Ach, guck mal, was ich alles finde, ne? Schön. Schön freiräumig das Spiel. So, aber hier wollte ich glaube ich gar nicht hin, ne? Okay, warum kann ich da hin? Das ist ein neuer Speicherpunkt, oder?
noch mal ausruhen. Weiß nicht, ob man das machen muss, um den zu aktivieren oder so, und ob man einfach nur da rein muss, aber ich mache es einfach mal. So, da war ganz dicke Dingen, das will ich glaube ich noch nicht erlegen. Das war, hatte einen eigenen Lebensbalken und so, das war, weiß ich nicht, glaube ich schon ein bisschen zu stark für mich. Oh ja. Gott, springe ich zu weit. So. Jetzt bin ich wieder hier. Hallo. Und da ist ein dickes Teil. Ich wollte eigentlich nicht darunter springen, danke. Ich muss raus hier, tschüss. Komm nach Hause und eine Pause. Nach Hause und eine Pause. Das Ding verfolgt mich nicht mehr, aber trotzdem. Ich wollte eigentlich nicht darunter springen. Ich wollte nur mal gucken, was da unten ist, Mann. Okay, ich würde gerne zu diesem einen Tempel mal kurz zurückgehen. Das sah aus, als könnte man da hoch. Ich dachte, da müssten wir eigentlich hin. Aber nö. Wie komme ich jetzt noch mal dahin? Das ist jetzt wieder die Preisfrage. Gute Frage. Ich gehe mal einfach hier durch. Ich glaube, das ist irgendwie der kürzeste Weg. Da und irgendwas? Nö. Warte mal, was ist da unten noch? Ich glaube, sie ist versiegelt. Oh, hier kommt noch voll Bossmusik und also was. Das Ding verfolgt mich immer noch. Hey, BD1. So, ich möchte noch mal kurz. Oh Gott. Das Ding, das große Ding da hinten, ne? Oh Gott, ich bin jetzt im letzten Moment gesprungen. So, gehen wir mal hier runter. Dann gehen wir aber da runter. Da ist dieses fette Ding. Ne? Aber egal, da müssen wir noch mal hin. Dann können wir da hoch. Da kommen wir wahrscheinlich auch da hinten zum Tempel. Boom, hi, wie geht's? Und ja. Warum geht denn er direkt auf mich los, so getriggert? Tschüss. Oh Gott. So. Nein, ich glaube, hier ist nicht richtig. Aber ich habe so ein Gefühl, ich muss hier nochmal. Ja, wahrscheinlich wieder nur so eine Sache hier verpasst, ne? Bin den ganzen Weg umsonst zurückgelaufen. Okay. Ja, ich habe nur eine Sache hier verpasst, glaube ich. Was soll's? Hab doch Zeit, ne? Diese Tasche stammt von Coruscant. Der Rat der Jedi hatte ihn frustriert. Frustration. Ich weiß überhaupt noch nicht, ob es hier überhaupt Fallschaden gibt. Sollte man vielleicht mal irgendwann ausprobieren. Also ausprobieren. Auf harte Weise lernen, würde ich mal sagen, ne? So, dann gehen wir mal Richtung Tempel. Immer hier was, ne? Oh, ich erst anmachen und so. Na, jetzt kommen wir ja direkt zum Tempel, ne? Oder auch nicht. Also irgendwo kann man da noch mal hin, ne? Jetzt muss ich noch mal da runterfallen, ne?
Da oben? So. Ich glaube, da war da oben irgendwo, ne? Na, hier. Prince of Persia. Prince of Persia. Prince of Persia. Okay. Gut. Sind wir eigentlich an unserem Ziel angekommen, nachdem der Nero irgendwie ja 4-5 Parts erstmal alles erkundet hat, ne? Langsam. Und ja. Gucken wir mal, was da drin so zu holen gibt und so, ne? Haben wir schon wieder irgendwas gefunden? Ne. Ja. Wer baut bitte schon so steife Sachen, ey? Okay, okay. Wahrscheinlich hättest du gewonnen. Wahrscheinlich. Oh, meditieren. Ich habe es nicht gesehen, dass hier Meditationspunkt ist. Ich dachte, da war einfach zum Erkunden. So, ich nehme an, das muss ich ansprechen. Ich sehe es mir an. Ich danke dir. Opfergaben. Sollen wir vielleicht mal irgendwie die Dinger durchlesen, aber. So. Inschriften. Okay, ein Hartmineral. Gut, dann würde ich aber sagen, wir erkunden, wir untersuchen das Ding ja beim nächsten Mal. Und ja, ich beende den Part hier und ruhe mich hier aus, muss ich gar nicht. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst noch ein Like, ein Abo, einen Kommentar. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.